Das ist tatsächlich meine beste Freundin. Ich schimpfe sie, ich liebe sie, ich verfluche sie. Am nächsten Morgen sage ich: Guten Morgen, lass uns doch mal beginnen, lass uns noch mal versuchen, gib mir bitte noch eine Chance. Das ist für mich wirklich wie ein Mensch. Für mich ist das komplett anders. Mein Musikinstrument betrachte ich wirklich nur als Werkzeug. Also es ist zwar ein Medium, man sagt ja, das Instrument reagiert drauf, wie einer so drauf ist, klanglich und körperlich und von der Luft her, aber sie gibt tatsächlich sehr, sehr viel mehr zurück für mich. Ich sehe mich da jetzt nicht in so einer engen Beziehung. Also ich habe ein ganz nüchternes Verhältnis zu diesem Instrument. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann nehme ich das auf eigene Kappe. Aber ich beschuldige meine Flöte nicht, wenn das es nicht klappt, dass es am Na, du hast aber Instrument vorher liegt. gesagt, dass du sie schimpfst. Ja, ich schimpfe sie manchmal, ja. Ja, das ist, ich verzweifle dann eher an mir selber, als Das kommt noch dazu. dass Ich ich das schimpfe und ich Instrument. schimpfe. Nee, also meine Beziehung zu dem Instrument ist da sehr, sehr nüchtern. Ich spiele jetzt fast 20 Jahre drauf und wir sind ein eingespieltes Team und das ist, also ich habe mich an dieses Instrument gewöhnt. Ich Punkt. würde sie vermissen, wenn jemand mir sie klaut. Ehrlich. Es wird für mich ein schwarzer Tag. Ich würde es auch vermissen, aber ich glaube, ich hätte schnell wieder ein anderes Instrument. Boah, das wäre bei mir echt schwierig. Puh. Ich finde schon, dass es so eine Art von Wettrüsten gibt bei den Flötisten. Also das muss immer teurer sein. Ich sehe bei den Studenten, dass die das Gefühl haben, wenn sie keine goldene Flöte haben, dass sie dann schlecht ausgestattet sind und bei Wettbewerben oder bei Probespielen schlechtere Chancen haben. Das ist irgendwie, glaube ich, hier im Kopf, weil Goldflöten sind natürlich auch ganz hervorragende Instrumente. Mit hervorragenden Eigenschaften, aber die Silberflöte ist, glaube ich, der Goldflöte nicht prinzipiell unterlegen. Nee, auf gar keinen Fall. Und ich hoffe, dass diese Tendenz auch langsam minimiert wird. Letztendlich schwingt die Luft und nicht die Materie, die feste Materie. De facto ist es aber so, wenn wir Flöten ausprobieren, dass sie unterschiedlich klingen. Mich würde sehr interessieren, wie tatsächlich dieses Instrument ist. Aber ich glaube nicht, dass Hendrik die Flöte jemals jemandem hergibt. Weil ich glaube, das ist das Geheimnis, weil jeder fragt sich, boah, ist diese Flöte so besonders? Weil seine Spielart ist für alle extrem fantastisch und jeder denkt, das muss irgendwie was an diesem Instrument liegen, warum er so spielt. Wir sind da wirklich sehr extrem, glaube ich. Also, weil Ivana ist in den Proben immer am Putzen und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich habe die Flöte, glaube ich, noch gar nicht geputzt, seitdem sie aus der Generalüberholung vor einem Jahr kam. Und also hier sind Fingerabdrücke von 12 Monaten drauf. Oh, ich würde sterben. Boah, also ich finde, die Flöte klingt viel besser, wenn sie geputzt ist und sauber ist. Da ist kein Film drauf und das hindert nichts an Resonanz und Klang, was dann weitergegeben werden könnte. Aber ist das jetzt der einzige Punkt oder hast du auch das Gefühl, dass es ekelhaft ist? Teils, teils. Oh. Also es ekelt mich, wenn ich eine schmutzige Flöte spiele und ich mag, wenn sie sauber ist, weil ich finde, sie klingt besser. Ja, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber Wir müssen einen Blindtest machen. vielleicht muss ich die anfangen zu putzen. Ich putze mal und ich bin mir sicher, dass es besser klingt. Wirklich? Das würdest du mit deinem sauberen Tuch machen? Bei 60 Grad gewaschen. Ja. Ich bewundere meine Kollegen so oder so. Ich genieße jeden Ton. Egal was passiert, ich genieße alles, weil es ist für mich ein Traum und Geschenk. Ich lebe meinen Traum jeden Tag. Und mit den Kindern ist es mir noch deutlicher geworden, dass ich eine Traumstelle habe. Und ich versuche es einfach in den Proben einfach zwischendurch mal zu sagen, wie wichtig ist für mich die Arbeit meiner Kollegen und wie viel Wert ich darauf lege. Ja, wie äußert man
dass man vielleicht lächelt man freundlich rüber, dann gibt es ja so Gesten, typische Gesten, die es so gibt im Orchester. Also gerade in Orchestern, die weniger Aufnahmen machen, sind diese, wird gerne so ein bisschen mit den Füßen gescharrt. Ja. Aber das kann man eigentlich in einem Rundfunkorchester nicht machen. Und oder man macht irgendwie so. Ja. Ich weiß gar nicht, woher diese Geste kommt, aber man streicht so, so über den Oberschenkel. Frühstück von mir. Aber ich denke, dass das Publikum das gar nicht wahrnimmt. Mich stört manchmal ein bisschen daran, dass das so eine Selbstverständlichkeit ist. Also, dass man es immer eigentlich macht nach einem Solo. Egal, ob es gut war oder nicht. Ich mache es nicht immer. Stimmt. Ich empfinde jeden Dienst wirklich wie Entspannung. Ich komme in die Probe, ich entspanne mich, dann packe ich die Flöte zusammen und sage, tschüss, jetzt gehe ich arbeiten. Weil abends ist für mich die schwerste Zeit. Also ich mache viel Sport, also ich laufe gerne. Andere sagen auch Joggen, aber das finde ich irgendwie, klingt irgendwie so schwerfällig. Ja. Ich sage lieber, dass ich laufe. Ja. Aber ich empfinde den Beruf auch immer noch irgendwie als Berufung und als Hobby letztendlich. Musik als Arbeit zu empfinden, die Vorstellung ist mir irgendwie fremd. Früher, bevor ich die Kinder bekommen habe, habe ich Aikido gemacht. Jetzt habe ich wieder angefangen und ich glaube auch im Orchester verhilft mir das auch innerlich, einfach im Geist. Ja, das formt einen und das hat mir auch immer im Studium sehr verholfen. Ah, ja. Bei den Probespielern. Und das ist eine japanische. Ja, genau. Ich glaube sogar, die japanische Polizei muss es absolvieren, damit sie jemanden ohne zu verletzen neutralisieren oder einen Griff nehmen, wo sie einfach. Ja. Da muss ich mich ja zusammenreißen jetzt. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, pass auf dich auf. Ja.